Ey, sag mal, hast du die Mitschriften von letzter Woche da? Ja, 10 Euro. Willst du mich verarschen? Nee, ist ein Sonderangebot. Ich habe hier sogar noch das Thermodynamik-Zeug. Alter, das Zeug ist 8 Jahre alt, so lange studieren ja, die noch aber nicht ich mal. Schon, okay? So, ja. Meine Damen und Herren, bevor wir beginnen, eine wichtige Mitteilung der Studienleitung. Laut kommissionellem Beschluss ist es nun nicht mehr gestattet, im Hörsaal zu masturbieren. Verdammt, deshalb würde ich die Betreffenden jetzt bitten, uncool, den Hörsaal Mann, für etwaiges zu verlassen. Das erspart uns einiges an Arbeit das und war letztes den Putzfrauen aber noch anders, auch. Ja, gut. Ja, oh. Vielen Dank. Ja, komm, dann gehen wir einfach in die BWL-Vorlesung, oder? Tschüss. So, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Herzlich willkommen zu Pornokunde. Theoretische Fickmechanik 1. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Vorlesung in Theoretische Fickmechanik hier im 6. Semester. Das heutige Thema Wechselwirkungen von Cox. Zuvor noch einige Informationen zu den Prüfungsmodalitäten. Es handelt sich dabei um eine orale Prüfung, dotiert mit 69 ECTS. Ja, es sind wirklich 69 ECTS. Hätte nicht gedacht, dass ich das durchsetze, aber Sie können es mir wirklich glauben. Und Sie können hier natürlich auch promovieren, wenn Sie das möchten. Für 69 ECTS ist das allemal ausreichend, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, nun kommen wir wieder zurück zum Hauptthema. Die Koch-Wechselwirkung ist eines der klassischen Anwendungsfelder der Fickwelt-Theorie und erfolgt weitestgehend analog. Analog, verstehen Sie? Analog zum Fix-Mechanismus, wobei die Eichelung des Koch-Feldes über eine Adaption der Herleitung der GZF-Konstante erfolgt. GZF steht wofür? Letztes Semester. Wer kann sich erinnern? Die Klang zum Fegeln-Konstante. Ja, ein weiteres Beispiel für die fundamentale Natur der GZF-Konstante in der Fickmechanik sehen Sie hier. Wie man an diesem Beispiel unschwer erkennen kann, erfolgt die Anregung des Koch-Feldes über die Absorption von sogenannten Analphotonen. Ja, verzeihen Sie eine Frage. Haben Sie dabei die relative Spritzgeschwindigkeit berücksichtigt? Die verhält sich ja abhängig zur GZF-Konstante, sofern das Fix-Boson positiv stößt oder wir. Was für eine bescheuerte Frage. Sie haben da jetzt sicher nicht die relativistische Fickfeldtheorie durch Graf Porno im Sinn. Keine Ahnung, wie Sie darauf kommen, aber ja. Er hat natürlich sehr, sehr Großes auf diesem Gebiet geleistet. Die relative Spritzgeschwindigkeit kann eine entscheidende Rolle für das die Eichelung des Fickfeldes spielen. Wurde ja am LHC, am Large Hadron Collider, experimentell mit Penetrationsteilchen nachgewiesen. Eine wichtige Randbemerkung auf das Penetrationsteilchen-Paper von Dr. F. Fickfotze an der Universität Dixon. Fickfotze. Hey, wer lacht da? Passen Sie auf, ich weiß, wer Sie sind, ne? Ich kenne Ihren Browserverlauf, ja? Also passen Sie auf, ich weiß ganz genau, was für Schweinereien Sie immer in der Bibliothek treiben, okay? Also passen Sie auf, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Und ich verlange Ernsthaftigkeit von Ihnen allen, verstehen Sie? Ich lasse Sie alle durchfallen. Andernfalls. Also, zurück zum Thema. Dr. F. Fickfotzes Arbeit beschäftigt sich mit der Ejakulationsgeschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit mit Bestätigung der Anus-Allegorie. Wenn er dafür nicht den Nobelpreis in Koch-Forschung bekommt, würde ich ernsthaft an der Vereinigung der Vaginal- und Fick-Wissenschaftler zweifeln. Frage, ist Peter North da nicht Ehrendoktorand oder so? Doktor, honoris causa multiplex Peter North, wenn ich bitten darf. Ja, die korrekte Bezeichnung möchte ich von Ihnen
in dem Fall schon hören. Er ist ja nicht umsonst Ehrenalumni der Anus-Fakultät. Ja? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Zudem war er auch Dozent am MIT, am Massachusetts Institute of Tits. Ja. Kommen wir nun zur mathematischen Formulierung der Wick-Mechanik. Setzen wir nun die Konstante x gleich 420, können wir unter Anwendung des ersten Gesetzes der Wick-Mechanik feststellen, dass eine Anregung der Synapse S durch T hoch HC zu einem exponentiellen Hochpunkt des Graphen G von A gleich N hoch J durch A führt. Wie Sie sehen, ganz einfache Potenzrechnung muss man immer wiederholen, wissen Sie. Ne? Ja. Ach, was ist das jetzt schon wieder? Ach, egal. Da sich Windows jetzt schon wieder vorzeitig verabschiedet hat, beende ich jetzt die Vorlesung auch vorzeitig. Ist geil für Sie, geil für mich. Exzerpte sind bis nächste Woche Montag bei mir abzugeben auf Moodle. Bleiben Sie steif und bis nächste Woche. Ciao. Hey ihr Fotzen, wenn ihr Bock auf mehr geilen Scheiß habt, dann abonniert mich doch einfach und aktiviert die Glocken. Danke YouTube für dieses unglaublich sinnfreie, unnütze, beschissene System.